Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Kart. Wieder mit zwei Spieler hier. Mit der guten Ann-Christine. Na? Sag mal was, wer bist du? Willst du nicht sagen? Ist eine gute Freundin von mir. Sie let's playt aber nicht. Sie ist nur Gast. Such dir eine Person aus. Wen würdest du wählen? Hey, wo bist du? Ich habe nicht. Du bist gelb. Warte, braucht man nichts? Ich bin gelb, du bist blau. Okay. Also, ich nehme diesmal, ja, wen nehme ich denn diesmal? Ich nehme Daisy. Okay, wenn du Daisy nimmst, dann nehme ich DK. Und DK braucht ein individuelles Fahrzeug auf jeden Fall. Mach mal das hier an. Das ist der Plus-Knopf. Okay, mach mal L. L. Du weißt schon noch, wie man Items hält und so, ne? Nee. Naja, hier mit diesem... Damit hältst du Items fest, damit du dich schützen kannst. Und das ist Driften hier. Das ist ja genau wie der ganz normale Controller auch. So. Achso, hier kann ich dann sehen, welche gut sind, ne? Mhm. Beschleunigung. Nur diese Knöpfe nicht drücken, weil das ist die Schlaussteuerung und das ist was für Noobs. Und du hast gesagt, du bist gut, also dann beweis das mal. Aber es hängt dann auch noch davon ab, was du für ein Fahrzeug hast, also. Die Räder haben was. Nein! Die Klapperkiste hier, ich nehme mal dieses geile Motorrad hier. Das will ich. Mit den Rädern. Und das. Ja, was denn? Die Räder sind voll gut, okay. Ja. Und das. Sind fertig. Ja, hier, ich suche immer noch den Gleiter. Die sind alle doof. Dann nehme ich den Wolkengleiter wieder. Also, ich habe die Cups alle schon durch. Oder? Nee. Den Bananen-Cup habe ich noch nicht gespielt. Dann spielen wir den Bananen-Cup. Oder? Habe ich den schon gespielt? Keine Ahnung. Egal. Dann brauchen wir in einem Part eben zwei Cups. Ist nicht schlimm. Sonst wäre das ja auch zu kurz, ne? So, beachte den Superstart hier, den habe ich nicht hinbekommen. Und schon bin ich Vierter. Ja, den Cup habe ich schon gespielt, aber Mann, was für ein Dreck. Warum kann man nicht drehen? Mein Cup, du weißt, was ich meine, so drehen. Egal, wir spielen die Cups hier durch und dann passt das schon. Hast du nicht noch eine Reifen? Was soll ich holen? Reifen. Was für Reifen soll ich mir holen? Ja, das wird lauter reden, jetzt kommt das hier nicht an. Extra für Mario Kart. Kennst du doch bestimmt von damals von der Wii diese Reifen, oder? Die man als Aufsätze drauf machen kann. Das geht hier nicht. Doch, gibt es. Ich hab ja welche. Ich hab welche. Okay. Deswegen. Und damit kannst du so hin und her drehen. Boah, dieser Kaktus, ne? Warum bist du Elfter? Ja, weil ich nicht hinterher, ich drehe mal. Weißt du, so dieses... Wie so ein Lenkrad. Ach so, ja, aber das musst du lenken. Ein Joystick. Ja, genau. Und bei mir kannst du es so... Du kannst das, warte mal, kannst du das, ich glaube, das kannst du einstellen, oder? Guck, bei mir kannst du immer so drehen, weißt du? Deswegen. Warte. Mach Y an, dann geht das. Mach Y an, genau. Ich mach's nicht und dann kannst du das machen. Oh, endlich. Weil das ist so Angewohnheit. Ja. Deine spielt so, der andere spielt so, das ist individuell.
kann das Mario Kart Lenkräder will ich mir aber auch noch mal besorgen. Vielleicht kann ich mir das ja auch noch mal wünschen zum Geburtstag. Wozu hat man eine Großfamilie? Oha. Ja, das ist doch deine Oma. Die Gucci-Oma hier. Ja, ne? Ich bin aber krass immer noch Erste. DK sieht so gut aus, wenn er nass ist. Aber, was damals kritisiert wurde, ist... 12. Damals wurde ja kritisiert, dass er nicht so gut aussieht wie in einem seiner Hauptgames. Also... Ich fahr immer auf den Sand. Ich mag diese Strecke nicht, hab ich schon gesagt. So. Sie kann gut Mario Kart spielen, Leute. Also wirklich. Eigentlich schon. Aber dieses mit dem Lenken hat mich so, weißt du? Du weißt, was ich meine, ne? Dieses Lenken, weil ich immer lenke, das hat mich eben so irritiert. Du kannst mit dem Knopf hier oben gucken, wer hinter dir ist. Will ich nicht. Wenn ich jetzt... Vor den Blitz wieder abbekommen. Warum meine ich nur ich? Tja, habe ja euch geworfen. Stimmt. Ja, Blue Shell! In jedem Spiel, was ich spiele, kommt die Blue Shell. Haha. Ich bin Erster, was für Haha. King Kong macht noch so. Bam, 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 bam. Deswegen ist das Level so doof, weil ich eben halt gedacht habe, ich kann so gehen. Ja, wir haben es aber geschafft. Ja, wie willst du denn jetzt spielen? Drehen oder so? Ja. Yeah. Ich habe nämlich so Lenkräder. Sonst kommst du halt noch ein bisschen näher hier. Mit deinem Stuhl. So. Wir haben das Mikrofon ja trotzdem hier vorn. Wie hieß die Piste jetzt nochmal? Ich habe das nicht gelesen. Oh, ich habe den Turbo-Shot hingelegt. Wenn du die Kurve siehst, musst du schon driften. Meistens ist es bei MK so. Deswegen ist der 200er Cup auch so schwer. So, und damit seid ihr alle schon mal aus dem Rennen, weil ich wieder Erster bin. Ja, ich bin Zweiter, du. Wenn du merkst, du kommst aus der Bande, bremst lieber ab, dann fährst du hier nämlich nicht auf den Rasen. Als Erster kriegst du immer so blöde Icons, ne? Was will ich denn mit einer Münze? Mann! Frau. Ey. Schon wieder eine Münze bekommen. Hier ist eine Banane. Zum Schützen kriegst du immer mal wieder was. Aber die besten Items gibt es... Junge! Was? Nicht du. Da wollte... Was ist das hier? Wario. Ich krieg seine Red Shell ab gleich, ne? Ich sag's dir mal. Er hat die Red Shell geworfen und sie hat mich anvisiert. Krass. Ich bin schon wieder Erster. Also sagt noch mal jemand, ich kann nicht gut Mario Kart spielen, ne? Muss ich da einfinden. Wann hast du das letzte Mal MK gespielt? Das letzte Mal, wo es nicht geklappt hat. Wollten wir zusammen. Okay. Jetzt können wir ja, ne? Wann war das? Wann war das letzte Mal? Weiß nicht. Aber da warst Anfang du wahrscheinlich Januar? Auch, vielleicht warst du da auch schon schlecht, ne? Nein, da war ich immer Erster. Dann weiß ich nicht. Aber ich habe eben halt auch dieses mit dem Lenkrad. Och nö, warum bin ich jetzt Zweiter, Mann? Ich habe aber diese Lenkräder. Damit komme ich besser klar. Wario ist mindestens genauso fett wie ich und ist trotzdem Erster, ne? Los, los, los! Verpiss dich! Du musst driften. Wenn du in die Kurve gehst. Also wenn du, sagen wir mal, von hier die Kurve siehst, musstest du ab jetzt driften und schon ab hier wieder driften und schon wieder ab hier driften. Ja, also Leute, ich hätte mir das gerade mit dem Finger gezeigt, ne? Aber ihr könnt es nicht sehen. Deswegen, wundert euch nicht. Nächstes Rennen.
Boah, die Kommentare müssen auch voll peinlich sein. Wie still sie geworden ist hier. Wie still. Drittes Rennen. Aber es gibt vier. Ja, Wario, diesmal wirst du nicht Erster werden. Tschüss. Nein! Man kann da reinfliegen. Schöne Bombe für euch, die ihr da hinter mir seid. Viel Spaß damit. Mit mir Loop? Vielleicht sollten... Kann ich das nicht mehr? Wie hast du denn zu Hause gespielt? Genauso? Nein, mit den Rädern. Ach, mit diesen Lenkrädern? Ja. Yeah. Das ist eben halt gerade mein Problem, glaube ich. Ah, verstehe dann. Oh Mann. Weil ich hatte mal so Lenkräder in der Diese Hand. Dieser Wario, ne? Wario ist mein Erzfeind hier in diesem Spiel. Verdammt nochmal! Jetzt bin ich aus dem Konzept endlich gekommen. Ja, endlich! Endlich hat sie auch mal was geschissen bekommen. Rosas. Oh, ich höre die Blue Shell schon. Guck mal, die kriegen alle Raketen und jetzt bin ich wieder letzter, diese kleinen Wichser. Was hat Bowser gemacht, Mann? Aber ich bin natürlich Erster geworden. Krass. Aber er ist hinter mir. Er ist dicht hinter mir. Sobald du die Kurve siehst, musst du schon einfach... Letzte Runde. Und Green Shell für euch. Welches war dein erstes Mario Kart, sag mal? Normal, das ist normal. Also das für die N64 oder das für den DS? Für die Wii. Ne, für den DS, 3DS. Ah, für den Nintendo 3DS Mario Kart 7. Meins Nein, war der N64. Ich hatte nicht 7, ich hatte normales. Das 8? Nein, das ist ganz normale. Mario Kart DS. Ja. Ach, das gab's ja auch noch. Krass, das war das 6. Teil. Den haben wir nur DS genannt. Und da kam MK7 für den 3DS irgendwann. Aber das hast du nie gespielt, oder? Mhm. Mit dem Super Item 7 Items. Ich bin Erster geworden. Aber das ist schon traurig. Also belastend, wenn du jetzt Elfter bist. Vielleicht gewöhnst du dich doch an die Tastensteuerung. Nein, lass mich. Nutz sie jetzt, nutz den Boost, los. Du wirst Achter. Geil. Achter. Bist Achter geworden, das ist gut. Und trotzdem von der Platzierung her der Letzte. Nächstes Rennen. Na, macht Spaß. Ja, schade, ne? DK-Dschungel, ja. Auf ein gutes Rennen. Spielst du eigentlich den 150er oder spielst du eher den 100er? Ich spiel den kleinsten meistens. Oh, also nee. 100. Was ist das für ein Müll? Wenn man hinten ist, kriegt man den meisten Dreck ab, ey. Aber die Strecke habe ich noch gut drauf. Deshalb. Ja, ihr ey, seid, das ist die. Ihr nein! Seid alle so arschig, ihr seid alle so arschig, ne? Digga, jetzt struggle ich richtig. Was sagt man, wenn man irgendwo festhängt und nicht weiterkommt? Weg da, zur Seite. Hier kommt oh Mann, DK. Das ist die meine Strecke hier. Magst du die Strecke auch nicht? Nein, ich flieg da immer runter. Driften? Ja, ist geht nicht. Also bevor wir den nächsten Cut machen, muss ich dir einmal zeigen, wie man driftet. Das ist die rechte Schultertaste. Und Erster.
Komm, mein Ziel ist es, hier Erstes zu sein und zu bleiben. Oh, mich hätte fast meine eigene Shell getroffen. Boah, wie der Frosch über mich gesprungen ist. Wenn du hier schnell sein willst, musst du immer driften. Das Level sieht mit den Wolkenleitern auch so offen aus. Ist auch komisch, scheiße, ne? Wenn man gleich hier oben in dieser scheiß Kurve dann aus dieser Rakete rausfliegt, ne? Oh, ich hab mich gerettet vor der Red Shell. Aber ich flieg in die Schlucht. Ich flieg in die Schlucht in der letzten Runde, alles klar. Du kleiner... Ich hab noch einen kleinen Vorsprung, aber wenn noch was passiert, dann... Dann habe ich die Arschkarte, aber ich habe Bombe geworfen, ne? Ja, hat das wieder abbekommen. Wow, ich wäre fast runtergeflogen, aber ist nicht passiert. Das hätte man mal sehen sollen. Jetzt war so richtig knapp auf dem letzten Frame. Ich bin schon über Abgrund gewesen, aber noch rübergerutscht. Digga, Skill. Lost, ey. Der erste. Okay, meine lieben Freunde, wir sehen uns gleich zum nächsten Cup. Ich schneide das hier nicht. Gucken mal kurz, was für ein Ergebnis wir haben. Wir haben jetzt diesen Cup geschafft. Mal gucken, was für ein Ergebnis wir haben. Goldpokal safe. Safe im Goldpokal, aber keine 3 Sterne. Dafür hätte man überall Erster sein müssen. 2 Sterne. Wunderbar, wir sehen uns gleich zum nächsten Cup. Da werden wir wieder. Neue Charakter. Ich nehme Knochenbowser. Und dieses Kart hier. Mit nicht mit diesen Rädern. Mit diesen. Aber mit einem neuen Gleiter. Und zwar diesen hier. Willst du wieder die Schlauchsteuerung lenken, oder? Ja. Machen wir wieder gleich an. Dann machen wir jetzt den Sternencup. Der Sonnenflughafen, was sagst du dazu? Der Flughafen? Das sind 9 Strecken. Das sind 4 Strecken. So, jetzt kannst du das einstellen. Y. Warte. Ich will das nicht. Aber. Nimm dir mal das hier zur Hilfe. Mach nochmal L an. Das erkennt, wenn du in der Strecke bist. Da du so Probleme hast, solltest du die Schlauchsteuerung nutzen. Aber ich nutze sie nicht. Und mach, dass du fährst. Oder willst du das nicht? Okay. Aber, genau. Ich will nicht fahren. Ich will keine dieser Steuerung. Weil ich bin viel zu gut dafür. Ich bin Vierter? Ja, klar, ja. Irgendwie bin ich Dritter geworden. Geil. Danke wem auch immer, dass ich jetzt Erster bin. Jetzt muss ich den Vorsprung rausholen. Die Blue Shell, die definitiv kommen wird.
Ratchet hat mich getroffen. Ja, Blue Shell kommt, ne? Ich bin so froh, dass sie mich hier getroffen hat und nicht im Vieh. Bremst am besten einfach immer, wie gesagt, ab. Ey, wehe, die trifft mich, ne? Es ist so ekelhaft, wenn du in der Luft getroffen wirst. Kennst du das? Ja. So ekelhaft ist das. Dritte Runde. Alles entscheidet sich hier. Völlig egal, ob du in der ersten Runde 12. warst, alles entscheidet sich hier. Der ganze Betrug entscheidet sich hier. So ein Cup dauert meistens 15 Minuten, wir sollten also danach noch einen schaffen. Aber keine Ballonschlacht, ne? Ein. Und was ist mit Bombenschlacht? Ich mag sowas nicht mit Schlacht allgemein so. Mag ich das nicht? Du schläfst ein? Ja. Why? Wenn du 12. bist? Och Mann, dieser kleine Mistkerl! Küss mein Finger. Pussy. Item aktivieren. Komm. Was war das? Das bin ich. Nein, warum bin ich so schräg gelandet? Ich weiß nicht. Liegt an deiner Schleuerung. Benutzt doch besser die Knöpfe. Kann ich nur empfehlen. Was kosten die Lenkräder? 10 Euro. Ich besorg mir die, ja? Gibt es bei Saturn. Mhm. Und also ich habe sie vom Mediamarkt, ne? Aber ich denke, es gibt die bei Saturn auch. Ob sie die haben, ist eine andere Frage. Okay, nächstes Rennen. Aber wir haben die günstigsten. Es gibt ja auch extra von der Switch, aber wir haben die nicht von der Switch genommen. Die von Easio oder wie sie heißen, weißt du? Mhm. Das sind die günstigeren. Lost. Bis aber nicht, die Strecke ist auch geil. Ja, es bockt nicht, wenn man letzter ist. Das ist super cool. Also nächstes Mal will ich, dass du ein Gegner für mich bist, ganz ehrlich. Da spuckt sie so große Töne, ne? Zum Beispiel hier oben, wo ich jetzt bin. Da muss man driften. Okay, wieder eine Rakete. Der Bumerang, ne? Der Bumerang. Richtig. Wieso krieg ich denn mal die Blue Shells ab, Mann? Die hab ich geschmissen. Was für ein ekliger Scheißbetrug. Ja, ich? Ich tue. Ich hab den geschmissen. Ich weiß. Wie fahr ich? Mein Gott! Wie gesagt, mit den. Diese Steuerung ist ohne das Lenkrad einfach nur scheiße. Ich sag dir, früher schon nicht bestimmt. Nochmal 200 Euro oder 500 Euro bezahlen, um die nächste Prüfung zu machen. Sie macht den Führerschein, Leute. Wünscht ihr Glück. Wünscht ihr Glück. Oder je nachdem, wann der Part rauskommt, hat sie ihn vielleicht schon. Aber ich denke mal, er wird vorher rauskommen. Deswegen wünscht ihr Glück. Sie hat gerade Theorie die nächsten 3 Wochen. Yay! Yeah. Welchen haben wir heute? Morgen habe ich. Heute der 7. Genau, am 7. im März nehmen wir das hier auf. Und wer weiß, wann es auf YouTube erscheint.
Wer weiß, wie viele Leute jetzt gucken. 10 bestimmt. Also ein Scheiß, ne? Jetzt bin ich wieder Erster. Aber es ist wo bin ich denn hier? Ich bin hier umstritten gerade. Oh mein Gott, man kann hier oben rumfahren. Fick dich, Mann! Du Fotze! Jetzt könnt ihr mich mal be- Digga! Siebter! Elfter! Leute, sie ist besser, aber wenn sie mit dem Lenkrad spielt. Hast doch gesehen, wie ich dann spiele. Das werden wir dann auch in einem Online-Turnier aufnehmen hier. Damit wir sehen, wie gut sie mit Lenkrad spielt. Ne? Nach ihren Theorieprüfungen. Nach. Vielleicht sogar auch nach. Nach was? Praxis. Muss ja gucken, weil ich an Praxis anfange, weißt du? Ja. Erst wenn ich das weiß, kann ich dir Bescheid sagen. Weil ich das nachher habe, wenn ich Praxis dann habe, weißt du? Ja. Das würde schon kritisch dann werden. Okay, diese Piste ist auch ganz geil. Was ist denn jetzt dein Problem? Das mit der Steuerung wissen. Der klaute mir einfach die Itemboxen, aber du kannst ruhig deine Red Shell schmeißen, interessiert mich nicht. Er weiß ganz genau. Wieso werde ich eigentlich getroffen, obwohl ich hier eine Green Shell hinten habe, ja? Kannst du mir das erklären, Hani? Nein. Unverschämtheit. Weißt du? Naja, schwamm drüber, ich bin Erster. Na, kriegst du wieder so eine Blue Shell? Ich hätte den Lila dürfen. Alter. Wer hat die geworfen? Es war so klar, dass du die wirfst. Deswegen bist du Letzter, gib zu. Weil ich lieber dich töte, weißt du? Deine Mutter frisst wieder Butter, Alter. Ich schwör bei Gott, Alter. Ich sag das. Das ist keine Beleidigung, weißt du? So, aber man kann trotzdem so beleidigen. Und mein Kollege meinte letztlich, du hast ehrlich gesagt deine Mutter frisst Butter. Ich so, ja. Ich hasse dieses Spiel, ne? Dann spiele ich nicht mehr. Nein, ich liebe das Spiel auch. Das ist so hassend. Ich hasse es, weil dieser Betrug einfach so hart ist manchmal. In Mario Kart kann so viel passieren. Bist du eine letzte Runde? Ja, schon wieder letzte Runde hier. Mann, warum bin ich immer letzte? Was für einen geilen Boost ich habe, ne? Ey, Mann, ihr könnt mich mal im Rotzlevel. Er wirft die Shell nicht, ich schwör. Er wirft sie nicht. Nee, fahr gegen, Digga. Bleib jetzt. Ich fahr jetzt weiter ins Ziel. Vernünftig. Nun, du bist Neunter, ja? Lass den Platz nicht nehmen, komm! Falls nun. Jetzt hängt er ins Ziel. Du wärst besser. Die Wario-Abfahrt! Das Geile an der Strecke ist. Nein. Es ist alles individuell. Die ist nicht geil.
ist ja nur das Geile an der Fahrt, ist einfach, dass man so viel sehen kann. Und man sich so fühlt, als würde man selber Skifahren, so weißt du, aber im Kart halt so. Deswegen ist die Fahrt. Du kannst sie aber genauso gut auf ekelhaft runterfallen, was immer das gute Sport am Touristenfest im Wandel. Und dann so am Ende der Strecke sagt das Spiel, ja, sie haben ein neues Fahrzeugteil freigeschaltet. Es gibt ja diesen goldenen Knochenbohrer auch. Ich weiß nicht, wie man den bekommt. Wahrscheinlich muss man überall Goldpokale haben. Ein paar Sterne. Oh, die Runde ist aber ja so geisteskrank bin ich nicht, das zu machen. Ja, die Runde ist ja auch voll kurz. Wieso? Kommst du da auf? Ja, weil ich schon zweite Runde bin und... Ja, weil, guck mal, das ist, wie gesagt, eine Strecke, eine Abfahrt und du siehst da was Neues. Du fährst halt den Berg ab. So. Wieso bin ich jetzt weiter? Kein Schwein hat mich überholt. So. Das ist kein Drift. Okay, ist besser. Noch. Ja, die Kurven, die sind eklig. Wenn du hier nicht driftest, ist es behindert. Und Knochenbohrer nicht, den zwar. Wieso werde ich getroffen? Für dich. Ich hab jetzt gut bekommen. Gerechtigkeit hier für euch. Na? Keiner hinter mir? Drück die weg! Erster! Also was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Für Anni war das ein schlechtes Spiel, für mich war das ein, bin ich ehrlich. Nö, ich bin Elfter. Auch von der Platzierung her schlecht, ne? Na, was sagt der Sternkap? Silberpokal, nur jetzt ehrlich? Nur den Silberpokal bekommen? Stimmt, wir waren einmal Siebter. Ich war einmal Siebter. Deswegen. Okay, liebe Leute, bis zum nächsten Mal bei Super Mario Kart Deluxe. Der Lachs schmeckt gut.